Hallöchen zur 90. Folge. Heute das Champions League Finale gegen die Citizens, gegen Manchester City, wo immer noch Pep Guardiola Trainer ist. Ja, immer noch. Es wird eine harte Nuss, aber mit dem Pokalsieg haben wir natürlich die Moral, würde ich sagen, sehr hoch gehievt, aber gar nicht mal so stark, was mich eigentlich wundert. Na gut. Ich will es nochmal versuchen mit Julian Brandt. Ah ne, der hat den neuen Vertrag unterschrieben, schon wieder vergessen. Dann gucken wir nochmal bei Arese, ob sich da jemand meldet jetzt beim frisch gekrönten Pokalsieger. Ah, da gibt es direkt ein Angebot. Moment. Prämien, ja, ja. Nein, das ist zu wenig. Ömer Beyer, scheiße. Hat sich nicht so entwickelt. Luca Netz. Ich glaube auch als Ersatz mir ein bisschen zu schwach. Aber Lozic ist nicht so gut. Adam Karabic auch nett. Eduardo Quaresma. Warum so scheiße teuer? Pedro González auch nicht. Armel Bella Kotschap. Ach, nee. Ja, Nico sofort. Jose Tasende. Also meinst du jetzt Angelino? Ja, der spielt natürlich in Leipzig. Warum nennst du den Jose Tasende? Eine Sache wollte ich auch noch machen. Hier, noch im Training loben habe ich nicht gemacht beim letzten Mal. Und jetzt machen wir das noch. Ist halt, wie gesagt, immer gut. Um noch weiter die Moral zu steigern. Gucken wir auch mal hier das Training. Torschütze, genau. Bellingham. Was sollst du trainieren? Ich würde auch immer noch Kraft sagen. Ein bisschen. Du machst Schnelligkeit. Genau, Giovena. Soll so weitermachen wie bislang. Meinetwegen die Ecken. Die sind bei 14. Nee, komm, lieber Abschluss. Wo ist denn die Torschüsse? Olaf Wück. Weiterhin hier die Ballkontrolle. Eine Fitness von 18 immer gut sowas. Sancho Torschüsse macht er nicht mehr. Dann soll er das weitermachen. Hat er die Weitschüsse von 12 auf 14 verbessert. Trainierst schon. Auch noch. Mendes kann alles. Messi wird immer noch in Barcelona spielen. Oh. Und gleich. Halten und die Ballannahme. Da. Ballannahme kann man ja beim nächsten Mal. Nicht unwichtig sind der Ballannahme, ne? So. Ja, das ist Balleron. Kanji. Emre. Julian. Und als letzter Arezzo. Der hat leider auch, wie man sieht, auch nie gut trainiert. Wenn überhaupt Messi noch spielt. Messi immer noch in Barcelona. Schnelligkeit 9, andere 10. Der schnellste war Messi ja nie. Das gute Ami war halt immer das Dribbling. Ach, das nächste Spiel ist erst in 13 Tagen. Ja, dann. Dann machen wir natürlich zwischendurch noch ein Testspiel. Riskieren. Natürlich immer eine Verletzung, das ist klar. Aber der Mehrwert, wenn es klappt, ist für mich größer. Weil in der Zeit verliert man dann natürlich gerne mal Spielpraxis. So, hier nehmen wir dann die B-Spieler, also die Bankspieler, die dann spielen werden. Gegen Man City, genau. Kortrijk aus Belgien. Beides wurde angenommen. Perfekt. Hier machen wir sogar noch schön Gewinn. So, ist ja noch besser für Haaland. Dann kann er sich noch besser hier vorbereiten, ne, im Mannschaftstraining. Also gegen Kortrijk wird auf jeden Fall dann Emre Can und Haaland spielen. Dann auswärts. Die drei, vier Tage später. Also die Bankspieler.
kann man ruhig in Urlaub gehen, weil das sind weniger spannend natürlich, die nächsten Tage. Aber am 24. können wir auch ruhig ein Spiel machen. Why not? Ja, Nico, ich kann dir das gleich zeigen nach der Aufnahme. Ich glaube jetzt, wenn ich das ganze Zeit hier mittendrin zeige, ist das nicht so spannend für die Leute. Wir sollten häufiger so Testspiele machen, ne? Wenn man sieht, wie viel Geld das gibt. Schön. Kannst du ja schon mal überlegen, welches Spiel du wissen willst, wo die spielen, und dann kannst du das gleich so in eine Nachricht direkt reinschreiben. Kann man wegen einem neuen Vertrag, kann ich verstehen natürlich. Kriegt er jetzt 4,7, ja natürlich. Wie viel will er jetzt? Fast 10. Den Leistungen auf jeden Fall entsprechend. Aber 7,8. Schon mal gut runterverhandelt. Alles gut, Nico. Wollte nur Bescheid geben. KVV Bocholt. Das ist jetzt aber nicht aus Deutschland, ne? Doch, ne. Ah. Doch, ne, ah. Anel Ahmed Hodžić. Nein. Raul de Thomas. Nein. Daniel Iversen. Auch nicht. Roman Evgeniev. Na, Ruben Diaz. Der ist natürlich gut. Klar. Aber kostet dementsprechend. Jetzt also die Leute hier. Guerrero. Ach, es hat keine Injektion gegeben. Meine Güte. Das war blöd von mir. Nicht sehr schlau. Der hat deswegen keine hohe Kondition, weil er diesen Jochbeinbruch hat, anscheinend. Ja, gut. Außer Sagadu, kein Stammspieler, der spielt. Ist doch gut. Wenn sich jetzt wirklich Sagadu verletzt, für mehrere Wochen, ja, dann fresse ich meine Zuschauer auf. 6-0 und Bellerin verletzt. Prellung, okay. Wurde dann wahrscheinlich eingewechselt, ne? 46 Schüsse und einer für Bocholt. Bunyodkor Taschkent. Ich habe jetzt schon mal Holland spielen gelassen, weil... Ich denke, vielleicht macht er auch noch gegen Kortrijk ein Heimspiel. Dann hat er schon mal zwei Spiele in den Beinen. Könnte gut sein. Vorm Finale. Mir hat schon mal jemand gesagt, dass es nicht sehr schlau ist von mir, dass ich halt immer dazwischen Testspieler mache. Natürlich können Spieler verletzen, aber ich will auch einen neuen Vertrag, okay. Ich finde das halt schon wichtig. Jetzt will er keinen neuen Vertrag mehr, anscheinend. Gut. Da ist es schon. Das alles entscheidende Spiel. Das, was uns interessiert. Ja, Nico, schau ich gleich.
So, und jetzt gucken wir mal. Emre Can, natürlich. Wenn man Sengadu jetzt nicht alle Testspiele macht, wäre ja unnötig. So, komm, bitte kein Verletzter. Bitte nicht. Na? Kein Verletzter. 4-0, Haaland, Sancho, Klose und Sakadu. Geschätzter Preis zwischen 39 und 74. Das ist schon eine große Spanne. Aber okay. Dann einfach weiter scouten, dann weiß ich das eventuell besser. Esteves. Interessant für rechts. Aber ist auch nicht so, dass ich mir denke, als Stammspieler. Geil. Verlängert 5 Jahre im Verein, mindestens. Natürlich auch länger, also den will ich nicht abgeben, das ist klar. Für kein Geld der Welt. War ja auch schön blöd von mir, wenn ich das tun würde. Ja, kannst du machen, Nico. Der Olaf, U21 Nationalspieler. Vielleicht wird er ja auch bald ein Nationalspieler. Ich würde ihm wünschen. Also, gegen Bunyodkor wird natürlich nicht Can und Haaland spielen. So 3 Tage vom Champions League Finale, wo die ja auch spielen werden, wäre das jetzt unnötig. Und ich sehe Lex Portugal immer noch live dabei. Krass einfach, Dankeschön. Kanji auch verlängert? Hä? Wann habe ich denn den Vertrag verlängert? Moment. Ich habe ihn verlängert? Ich dachte, ich hätte ihn nicht verlängert. Sehr gut. Jetzt mal im Ernst. Mhm. Okay. So. Immerhin schon mal im gelben Bereich. Ne? Sposito, und dann kann. Ach, Demi kann trotzdem spielen. Man ist ja nur ein Jochbein-Gedingse. Das ist sehr gut.
Paslak auch, weil sein, Bellerin auch, weil seine Spielpraxis sinkt. Und bei solchen Testspielen verliert man ja nicht allzu viel Spielpraxis. So, als letzte Testspiel vor City. Bellerin natürlich verletzt. Natürlich er. Aber nun erschien mein Prellung, die in ein, zwei Tagen wieder ausgeruht ist. Also alles gut. Alles gut. Natürlich von zwei Leuten, die sich nicht verletzen durften in der Startelf, hat sich einer von ihnen verletzt. Alles klar. Wie immer. Ich will aber nie zu diesem Meeting gehen. Kann man bestimmt irgendwo aufstellen und ich weiß es gar nicht. So, wieder gut gemacht, außer bei Guerrero, der ist skeptisch und noch jemand anderes. Naja, wer auch immer das war, ich habe es gerade nicht gesehen. Ich hoffe, du spielst nicht. Ich hoffe, du spielst nicht. Ich brauche nicht skeptische Spieler. Nicht in so einer Partie. So, noch kurz der Autosave. Damit ja nichts passiert. Schon der 3. Juni. Aber und später kommen ja, glaube ich, die Club-WM, ne? Na gut, aber die gibt es jetzt nicht mehr in diesem Stream heute, das ist klar. Das ist zu viel. Guerrero fällt aus, weil ich vergessen habe, die Injektion zu geben. Ich also. Mein Fehler. Wo ist denn Emre Can? Da. Ja, wir haben die Beine wieder ganz gut hochgebracht, wie ich finde. Gut hochgepusht. Demi ist nicht mehr verletzt, aber nicht ganz fit, deswegen kommt Cherki rein. Kanji natürlich an der Seite von Zagadou, Bellerin ist fit, Mendes. Ja, die Spielpraxis ist auf einem guten Niveau. Und hätte von den beiden gedacht, also von Klaus und Tabinas, dass sie dann doch auf einmal im Champions League-Finale auf der Bank sitzen zumindest. Noch kurz wieder die Jungs loben. Vor allen Dingen heute lohnt sich das, sich die Zeit zu nehmen.
pünktlich vor dem Finale noch, wir hatten eine zweistellige Zuschaueranzahl, oder zumindest 9, knapp davor. Hallöchen an alle. Und dann noch ganz kurz wieder hier versuchen, Brand zu verkaufen. Vielleicht klappt es ja trotzdem. Man sieht, Vereine sind interessiert. Das ist genau sein Wert, also gehe ich sogar ein bisschen höher. Wo ist denn hier Arezzo? Bleibt bei 20 Millionen. Eventuell könnte man diese zwei Personalien schon klären. Und Arezzo bietet, Leipzig bietet für Arezzo 11,25. nehme ich an, perfekt. Und dann hier Jule Brandt. ...65 haben die angenommen, perfekt. Nehmen wir auch an, zu den Bayern geht er auf jeden Fall nicht. Wir wollen nicht die Konkurrenz natürlich stärken. Unter 65 gehen wir nicht. Ist ein super Deal. Wir werden also eine Menge Geld haben zur neuen Saison. So, jetzt ist das Spiel. Auf geht's. Genug gewartet. Und nach dem Champions League-Finale können wir einen schönen Urlaub gehen. Dann würde die nächste Folge dann starten, wenn entweder, sagen wir mal, am 1.7. oder wenn die Club-WM ist, halt am Tag der Club-WM. So, auf geht's. Nico, du siehst doch, wo Unbehauen spielt. Das ist doch mein zweiter Keeper. Ich lasse ihn ja häufig spielen. Na, Ballverlust und jetzt ein Konter natürlich von City. Den aber die uns schenken. Also den Ball, schöner Ball auf Holland. Moin Cloud, sehe, dass du auch gerade dabei bist. Hallöchen. Rainer. Schick Cherky. Valerie mit viel Platz für eine gute Flanke auf Holland. Drei Schüsse nach 15 Minuten. Und über 60% Ballbesitz sieht Guardiola bestimmt nicht gern. Angreifen, sehr gut angegriffen. Wo ich es sage, macht es Sterling. Ja, so dürfen die gerne mal abschließen. Toller Ball. Man sieht an Bellerin, dass er erst vor kurzem
paar Prellungen hatte. Konditionell mit Abstand der Schwächste. Aber spielt trotzdem gut. Laut der Note von Home FM. City kommt besser zum Zuge. Sterling, oh, Van der Voort. Das war einfach nur ein Reflex von ihm. Oder eher gesagt, man kann sagen, er wurde angeschossen. Der schon von Gio. Hector. Muss so herrschen. Auch wenn wir jetzt zurückkriegen, aber so ein Einwurf. Bitte. Beide grätschen sich durchs Spiel. Auch ein bisschen mehr Platz im Mittelfeld. Zu zentral. Weiter so. Ich werde hier erstmal nichts ändern. Achtung, Silva, Ruben Neves. Super pariert von Van der Voort, mehrmals, aber es steht 1-0. Noch. Oder gut gespielt. Monstergrätsche. Das könnte ein Elfmeter sein. In der Zeit tun wir noch Brand für den etwas platteren. Wollen wir noch rein? Komm. Ich glaube, es ist genau auf der Linie, aber wahrscheinlich wird es kein Elfer sein. Dann halt so rein, komm. Für uns, nicht für City. Nicht falsch verstehen. Mendes. Einseits. Roland. Das ist ein inverser Außenstürmer. Mit einem Kopfballtor, was er selten macht.
Abloxen, sehr gut. Oh, Fehler. Mach ihn. Ach, warum brauchst du so lange? Warum brauchst du so lange beim Abschluss? Warum? Why? Isaac? Der Alexander Isaac bei Man City. Verlängerung. Ein Wechsel geht noch jetzt wieder, ne? Genau. Da habe ich eine gute Idee nach der Aktion. Jetzt mal auf Doppelsturm setzen. Roland und Esposito. Zagadou. Aufpassen. So. Bisschen umgestellt. Aber vielleicht verwirrt das den Gegner. Man weiß ja nicht. Man sieht ganz wichtig, dass wir Haaland wieder fit bekommen haben. Oder fitter. Den hast du, Felix. Jetzt nur keine Fehler machen. Das könnte alles entscheiden. Geiler Ball. Geiler Ball. Und jetzt. Jetzt aber die Führung. Jetzt die Führung. Und jetzt auf der anderen Seite. Wichtig. Dann hätte man gerne die gelbe Karte, oder? Isaac auch sehr frisch. Vielleicht wieder auf Standard. Steffen, ehemalige Düsseldorfer. Sekt Steffen. Bannend bis zum Schluss hier. Jetzt wirklich bis ins Elfmeterschießen. Ballbesitz, fast pari pari, gleich viele Schüsse. Auch der Expected Goals. Dasselbe Niveau. Ich will aber jetzt einen Sieg haben. Sehr gut von Jaden. Nicht stoppen lassen.
Also Fanewort hat wirklich die beste Saisonleistung sich fürs letzte Spiel entschieden. Herausgenommen. Das wird ein Elfmeterschießen, okay. Mit Haaland Esposito haben wir natürlich zwei sehr gute da vorne. Gut, Haaland von den Fähigkeiten her sehr gut. Ja, so gesagt. Dann komm, Schiri. Abpfeifen, dann haben wir die Gewissheit wenigstens. Okay. Der Alexander Isak verschießt ausgerechnet er. Warum war Kanji Nummer 2? Hm? Oh, irgendwas falsch gemacht, glaube ich. Aber er hat ihn reingemacht. In die Mitte hat einfach ihn reingebämst. Auch nicht schlecht. Ne? Der Keeper war in der richtigen Ecke. Oder Stegibimmer konnte ihn trotzdem nicht halten. War zu viel Bums. Wo ist ein Esposito? Nein. Ich hab irgendwas verbaselt bei den Elfmeterschützen. Eieiei. Wie hat er den denn verschossen? Erling, eigentlich die Nummer 1, aber hier die Nummer 4 auf einmal. Er macht ihn. Okay. Everton muss ihn machen, sonst haben wir es geschafft. Okay, den macht er. Wer ist unser fünfter Elfmeterschütze? Ich hoffe Esposito. Esposito, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sebastiano Esposito gegen Zack Steffen. Champions League Sieger. In der dritten Saison schon. Und? So, da haben wir's. Perfekt, DFB-Pokalsieger, Champions League-Sieger. Schön Kohle, viel Kohle, unglaublich viel Kohle. Und ja, was gibt's zu sagen, außer das war die dritte Saison. Ab morgen geht's weiter mit der vierten Saison. Als amtierender Champions League-Sieger. Ich hätte gerne noch die Liga gewonnen, aber ja gut. 83 Punkte hatten wir. Kann man zufrieden sein. Ja, meine lieben gute Zuschauer, das war's dann. Morgen dann entweder die Club-WM, wo ich glaube, wir dann auf jeden Fall qualifiziert sind schon für diese Saison und nicht erst das Jahr darauf. Und wenn nicht, dann halt zum 1.7. werden schon unter anderem Arese und Brandt weg sind, hoffentlich. Und sich entscheiden für Leipzig, beziehungsweise Brandt hat ja 3-4 Optionen. Und dann haben wir auch ein paar neue Spieler. Habt einen schönen Tag und ich gehe jetzt noch ein bisschen feiern hier.